Mal laut, mal leise, mal nachdenklich, mal provokant. Wir haben die guten Jahre noch mitgenommen und deswegen kann uns das wirklich sowas von Wurst sein, ob die Leute uns jetzt hören wollen oder nicht. Wir haben schon euer Geld. Tschüss. Mal bedächtig, mal schrill. Auf jeden Fall anders. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn in einem Land der Dichter und Denker, der erfolgreichste Film Fuck You Goethe heißen muss, finde ich so ein bisschen. Galore, das Interviewmagazin, Zeit für Gespräche. Egal ob Promi oder unbekannt, Hochkultur oder Offkultur, Idealist oder Realist. Bei Galore steht immer der Mensch im Mittelpunkt und seine Geschichte. Weil it's all about acting und nichts anderes. Unaufgeregt, interessiert, engagiert. Wirtschaft oder Wissenschaft, Koryphäe oder Star, gestandene Berühmtheit oder Neuentdeckung. Menschen und ihre Geschichten hautnah. Zeit, um Persönlichkeiten einmal zu Wort kommen zu lassen. Zeit für Tiefgang. Wachrüttelnd, nachdenklich stimmend, witzig oder frech. Auf jeden Fall immer interessiert und engagiert. Einblicke aus erster Hand mit Gesprächen auf Augenhöhe.